Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie Sie den Zugriff auf die Mailbox eines E-Mail-Dienstes wiederherstellen oder zumindest einige Informationen daraus abrufen können, wenn der Zugriff dauerhaft verloren geht. Ich möchte sofort festlegen, dass wir niemanden zu illegalen Handlungen aufrufen. Hier geht es nicht um Hacking, sondern darum, was ein gewöhnlicher Benutzer auf einem Heim- oder Arbeits-PC tun kann, wenn Sie den Zugriff auf Ihr E-Mail-Konto verlieren und es wiederherstellen müssen. Los geht's! Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. In diesem Video wird untersucht, wie auf die Computer-E-Mail des Benutzers zugegriffen werden kann, da der Remote-Zugriff auf die E-Mails eines Benutzers nur über Phishing oder Social Engineering möglich ist. Dies ist nur eine Möglichkeit, das Kennwort auf betrügerische Weise aus der E-Mail-Box des Benutzers abzurufen. Lassen Sie sich daher nicht von Online-Diensten oder Programmen täuschen, bei denen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort aus Ihrer vorhandenen Mailbox eingeben oder senden müssen. Anstelle der versprochenen Dienste kann Ihr Konto gehackt werden oder Ihre Adresse wird in endlosen Spam-Mailinglisten landen. Selbstverständlich sind alle Mail-Dienste ausnahmslos zuverlässig geschützt. Häufig verfügen Sie über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder sind an einen mobilen Benutzer gebunden. Daher ist es unrealistisch, beispielsweise durch Erraten von Passwörtern in die Mailbox zu gelangen. Wie man es macht. Angenommen, ein Computer wird von einer Person verwendet, auf deren E-Mail Sie den Zugriff wiederherstellen möchten. Wir starten diesen PC. Wenn Sie Zugriff auf das erforderliche Konto haben, kennen Sie das Kennwort oder es ist nicht festgelegt. Wenn Sie keinen Zugriff auf ein solches Konto haben, lassen Sie sich nicht entmutigen. Sie können es ohne Passwort eingeben. Wir haben ein separates, detailliertes Video darüber, wie Sie Windows aufrufen können, ohne das Kennwort zu kennen, das für die Eingabe des Kontos festgelegt oder zurückgesetzt wurde. Einen Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Sobald Sie angemeldet sind, starten Sie Hetman Internet Spy. Ein Link zu dieser Seite zum Herunterladen des Programms befindet sich in der Beschreibung. Wählen Sie Systemanalyse. Nach seiner Fertigstellung wählen wir unseren Benutzer aus. Achten Sie auf den nächsten Moment. Um Zugriff auf das Postfach des Benutzers zu erhalten, ist es ratsam, sich über das Konto, das diese Person verwendet, bei Windows anzumelden. Dies ist wichtig, da das System keinen Zugriff auf einige Anmeldeinformationen von Kennwörtern von einem Konto zu anderem bietet und ein Browser zur Analyse. Dazu muss der vom Benutzer verwendete Browser analysiert werden. Um dies herauszufinden, gehen Sie standardmäßig zu Windows-Einstellungen, Anwendungen, Standard, Anwendungen. In der Zeile Webbrowser sehen Sie die Standardeinstellung. In der Regel ist dies derjenige, der vom Benutzer als Hauptbenutzer verwendet wird. Wir starten die Analyse des Browsers. Sie können jedoch alle Browser analysieren, bis Sie einen finden, in dem die erforderlichen Informationen enthalten sind. Welche Daten hat uns das Programm nach der Analyse des Browsers angezeigt? Die gesamte Geschichte des Internetsurfers des analysierten Nutzers ist uns zugänglich geworden. All dies wird in chronologischer Reihenfolge im Verlaufsmenü angezeigt. Es gibt viele Daten. Das erste, was Sie überprüfen müssen, um den Zugriff auf E-Mails wiederherzustellen, ist, ob das Programm das Kennwort herausholen konnte. Gehen Sie dazu in das Menü Passwörter.
Hier werden alle vom Browser aufgezeichneten Logins und Passwörter angezeigt, auch solche von Maildiensten. Wenn Sie hier das Passwort für die gewünschte Mailbox sehen, ist deren bekannte Adresse ausgezeichnet. Gehen Sie dazu und geben Sie dieses Passwort ein. Entscheiden Sie, welcher Maildienst dafür verwendet wird. Gehen Sie zur Startseite, geben Sie den Ihnen bekannten Benutzernamen und das vom Programm gefundene Passwort ein. So, E-Mail von Google endet sich auf @gmail.com, vom Yandex auf yandex.ru, vom Yahoo, yahoo.com, vom AOL.com, Outlook, outlook.com oder hotmail.com und so weiter. In diesem Fall wurde der Zugang wiederhergestellt. Wenn jedoch aus irgendeinem Grund das Kennwort aus dem Hauptpostfach, das Sie kennen, nicht angezeigt wird, Internet Spy jedoch Anmeldungen und Kennwörter von anderen E-Mail-Adressen angezeigt, die diesen Benutzer verwenden, handelt es sich möglicherweise um die E-Mail, mit der der Zugriff auf das von Ihnen benötigte Postfach wiederhergestellt wird. Was bedeutet das? Bei der Registrierung einer E-Mail fordert der Dienst normalerweise eine weitere E-Mail an, die überprüft wird und verwendet wird, um einen Code zu senden und ihn mit einem vergessenen Kennwort oder einem verlorenen Zugriff wiederherzustellen. Dies ist die Wiederherstellungs-E-Mail. Wie man es benutzt. Gehen Sie zur Mail-Service-Seite. Geben Sie das Login ein, wenn es nicht angegeben wird. Und klicken Sie in der Nähe des Feldes, um das Passwort einzugeben, auf den Link Passwort vergessen oder Passwort speichern und so weiter. Versuchen Sie hier eine Erwähnung der Wiederherstellungs-Mail für dieses Postfach zu finden. Die Adresse dieser Mailbox kann auch ausgeblendet sein. Auf diese Weise haben wir jedoch den Wiederherstellungs-E-Mail-Dienste und manchmal die anfänglichen Anmeldezeichen ermittelt. Um das Passwort für das gewünschte E-Mail-Konto zurückzusetzen, senden wir eine E-Mail mit einem Bestätigungscode an die Wiederherstellungs-E-Mail. Und jetzt können wir das Passwort für Sie unter den E-Mail-Adressen und Passwörtern von Hetman Internet Spy sehen. Hier ist die Adresse, die wir brauchen. Nachdem wir Zugriff auf die Wiederherstellungs-E-Mail erhalten haben, können wir damit das Kennwort aus der Haupt-E-Mail zurücksetzen und frei darauf zugreifen. Denken Sie daran, nicht alle Maildienste stellen ein Mail-Passwort über die Wiederherstellungs-Mail wieder her. Dies kann die Telefonnummer sein, an die das Kennwort für die Wiederherstellung des Zugriffs oder das Kennwort gesendet wird. Der Zugriff auf die Mailbox wurde erreicht. Übrigens noch eine wichtige Bemerkung. Wenn das Programm das Kennwort über das gewünschte Postfach nicht ermittelt, sieh dies noch in anderen Postfächern oder Konten von Websites oder in sozialen Netzwerken, die auch von Hetman Internet Spy angezeigt werden. Wir sehen, hier liegt ein doppeltes Kennwort vor. Und es wird wahrscheinlich für das Hauptkennwort verwendet, Mailbox. Versuchen Sie, sich mit diesem Passwort anzumelden. Benutzer verwenden häufig dasselbe Kennwort für verschiedene Konten. Weiter. Es kann auch sein, dass in diesem Menü die Passwörter der erforderlichen Mailboxen nicht angezeigt werden. Wenn Sie das Kennwort zum Aufrufen von Windows zuvor so gesetzt haben, zeigt das Programm die Kennwörter aus den Konten dieses Benutzers nicht an. Dies liegt am Microsoft-Sicherheitssystem. Legen Sie in diesem Fall das Kennwort für dieses Benutzerkonto in Windows fest und starten Sie das System neu. Dafür machen wir folgende Schritte.
Gehen Sie zur Systemsteuerung Benutzerkonten, ein anderes Konto verwalten, dieses Konto auswählen, ein Passwort erstellen. Oder Einstellungen, Konten, Login, Einstellungen, Passwort hinzufügen. Analysieren Sie anschließend das System mit Internet 2 erneut. Infolgedessen werden Kennwörter für erkannte Konten angezeigt. Wenn der Benutzername und das Passwort nicht im Browser gespeichert sind und das Passwort für das gewünschte elektronische Gerät nicht abgerufen werden kann, auf welche Daten greifen wir ohne Passwort zu? Gehen Sie zum Menü Verlauf, Registerkarte, E-Mail. Hier wird die gesamte E-Mail-Korrespondenz angezeigt, die mit einer beliebigen E-Mail von diesem Browser ausgeführt wird. Es wird in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Internet Spy zeigt die Header aller möglichen E-Mails an, von welcher oder an welche Mailbox die Nachricht gesendet wurde. Wenn Sie nur feststellen müssen, ob eine Nachricht gesendet oder empfangen wurde, sind diese Informationen möglicherweise ausreichend für Sie. Das Programm kann immer nützlich für Sie sein, um jederzeit Informationen über den Postfachzugriff wiederherzustellen, auf den verloren gegangen ist. Ich habe ein Beispiel von Yahoo gezeigt, wie man auf E-Mails zugreift, aber auch für andere E-Mail-Dienste sind sie geeignet. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr elektronisches Gerät gehackt wird. Verwenden Sie komplexe Passwörter. Mehrfach-Authentifizierung, unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Konten und so weiter. Das ist alles. Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal Hetman Software. Wenn dieses Video für Sie nützlich war, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Klicken Sie auf die Glocke, um über unsere neuen Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.